Am Tag bin ich in den Stall gegangen, go reiten, hatte ich Reitstunde gehabt, ist eigentlich mega gut gelaufen. Dann hätte ich eigentlich heim und Prüfungen lernen. Dann hat die Mami entschieden, dass ich noch mit einem anderen Pferd reiten darf. Ich war schon etwas müde und dann bin ich nochmal angaloppiert. Und dann bin ich unter das Pferd untergeflogen. Dann ist er auf meinem Brustkasten gestanden. Dann haben die dort so einen Schock gehabt. Dann sind sie nachher, glaub, froh gewesen, wo die Rega gekommen ist. Und dann weiss ich eigentlich nichts mehr, weil ich bewusstlos gewesen bin. Und dann weiss ich nur noch, dass ich im Spital wieder im Schockraum aufgewacht bin. Ich hatte einen kleinen Herzinfarkt gehabt. Im Schockraum habe ich gewusst, dass ich wieder reiten wollte. Dann, wo ich wieder ein bisschen besser zu Weg war. Also es war mein grösster Wunsch, dass ich gerade auf dem Heimweg noch darf, zu meinen Pferden einfach. Und dann ist der Rehgearzt noch zu mir gekommen, weil er gewusst hat, dass ich Rehgeärztin werden will. Hat er mir noch ein Kärtchen gegeben, dass ich, wenn ich wieder gesund bin, dass ich darf zu der Rega in die Basis schauen kann. Das bin ich dann auch gegangen und es war cool.